Fühlst du dich auch so steif, dass du nicht vom Fleck kommst, dass du dein Pullover oder T-Shirt nicht angezogen bekommst, dass alles einfach anstrengend ist und länger dauert? Das ist ein Symptom bei Parkinson, die Steifheit, der Rigor. Und das kann auch dazu führen, dass du ständig so ein unangenehmes Gefühl im Körper hast, ein Missempfinden. Vielleicht merkst du auch, dass es richtig verkrampft, dass du Schmerzen hast, dass dir der Rücken wehtut. Vielleicht kannst du es gar nicht so ganz zuordnen. Irgendwie ist alles einfach fest. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, warum das so ist. Und da gebe ich dir drei wichtige Punkte für. Und B, dann daraus auch weiter zeigen, was denn jetzt dein Weg ist, was du tun kannst, damit du mit der Steifheit besser leben kannst. Steifheit. Warum ist das überhaupt so? Nun, wenn du einen Dopaminmangel hast, dann ist dieser Muskeltonus höher. Und zwar nicht nur in dem Muskel, der die Bewegung führt, sondern auch in dem Gegenspieler. Du hast beide Muskeln, die dann gleichzeitig zusammenziehen. Und ja, das gibt hier so ein festeres Gefühl und die Bewegung wird abgebremst. Häufig kennt man ja dieses Zahnradphänomen. Das wird so blockiert, abgebremst. Das ist das Erste. Das ist allein ja schon ungünstig. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Die Ansteuerung von dem Beugen und dem Strecken funktioniert nicht mehr so gut. Die sind ja A, beide sehr, sehr fest und B, kommen die Signale von da nicht mehr so gut rein und die Ansteuerung nach da, die ist auch nicht mehr so schnell. Das heißt, hier ist irgendwas Unkoordiniertes, Steifes, was eben nicht gut angesteuert wird, das, was die Bewegung nicht gut zulässt. Und das ist eben natürlich dann ungünstig für dich, wenn du bewegen willst. Irgendwo musst du das immer extra nochmal anschubsen. Aber das ist ja nicht alleine. Es gibt dann noch drittens. Du bist ja steifer und dadurch bewegst du dich auch weniger. Und du siehst es bei mir schon hier, die Arme kommen zum Beispiel gar nicht mehr so richtig hoch. Vorher ging es eben leicht, so ganz automatisch. Und jetzt ist es eben nicht mehr so. Das heißt, der Bewegungsausschlag wird geringer. Dieses automatische Bewegen ist ja alles gehemmt. Und ja, was macht das mit den Faszien, mit den Muskeln, mit den Gelenken? Das verändert da ja auch was, weil es ist ja nicht nur ein, zwei Tage so, sondern es ist über einen längeren Zeitraum so. Parkinson ist ja auch häufiger, dass es ja über 40, sage ich mal, stattfindet, wo sowieso schon der Verschleiß in Gelenken da ist. Und der Verschleiß, die Arthrose, mag es lieber, wenn gut bewegt wird, gut durchblutet wird, als wenn das fernbleibt. Das heißt eben, dann wird es im Gelenk selber, die Kapsel und so weiter, wird auch alles fester, weil der Körper folgt dem Prinzip, alles, was er braucht, gebraucht wird, da setzt er auch Energie rein. Und das, was eben nicht mehr genutzt wird, das wird eben vernachlässigt, logischerweise. Das heißt, wenn du weniger bewegst, die automatischen Bewegungen weniger sind, dann wird hier weniger produziert, gepflegt, gewartet. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel Arthrose mehr Probleme gibt, dass die Kapsel straffer ist, dass die Gelenksflüssigkeit, dass die auch nicht mehr so super optimiert ist, dass die Faszien und Sehnen und Bänder und alles, was hier so drinne ist, auch steifer wird, straffer wird, spröder wird, weil es ja auch einfach nicht mehr so regelmäßig gestreckt wird. Du kennst das ja gerne dann, dass alles so eher diese Tendenz hat, steifer zu werden, kleiner zu werden, krummer zu werden. Und dadurch, dass es nicht mehr vollautomatisch gestreckt, bewegt, benutzt wird, wird es eben auch nochmal vom Gewebe her steifer und verändert sich. Gut, das sind die drei Punkte. Das heißt, du hast einen höheren Tonus, eine höhere Grundspannung. Das kann sich auch gut im Nacken bemerkbar machen. Du hast ein schlechter zusammenarbeitendes Muskelsystem. Die Automatik fällt aus und dadurch ist eben
im Prinzip auch wieder, ja, das ganze Gewebe schlechter. Was machst denn du dann? Was kannst du daran verändern? Klar, wenn Steifheit da ist, dann und die dich hemmt, dann kann man natürlich immer schauen, okay, kann man an den Medikamenten noch was optimieren. Das ist natürlich immer ein guter Weg. Aber ich finde, das sollte nicht der einzige Weg bleiben, denn du merkst ja eigentlich, ist gar nicht so sehr nur dieses, die Grundspannung das Problem, sondern es ist auch das Problem, dass ja es wenig genutzt wird. Und genau da empfehle ich dir auch anzusetzen. Nutze deinen Körper komplett. Bringe immer alles schön hier wieder in die optimale Länge, dass du dich wirklich in alle Richtungen streckst, dass du wirklich hier die Beine bewegst, den Rücken in alle Richtungen drehst, beugst, bückst und so weiter, dass du große Bewegungen machst und nicht nur einmal, sondern auch wirklich öfter, dass dein Körper wirklich das Signal bekommt, das wird alles noch so gebraucht, das muss so gewartet und gepflegt werden. Nur dann hast du wirklich eine Chance, nicht nur durch Medikamente einnehmen. Du hörst schon, große Bewegung, vielseitige Bewegung, abwechslungsreich, häufig wiederholt, regelmäßig. Und dann wirst du es merken, dass du dich besser fühlst, häufig dann eben nach dem Training. Häufig sehe ich das bei vielen Betroffenen, die sich morgens eben lockern, dass die besser durch den Tag kommen. Aber was man eben auch sieht, wenn du dich grundsätzlich mehr bewegst, viel unterwegs bist, aktiv bist, dass da der Dopaminspiegel da auch noch mal ein Stück höher ist als jemand Vergleichbares, der eben passiver unterwegs ist, der weniger aktiv ist. Von daher hat es zwei Seiten und nutze es wirklich, um ja fit zu bleiben, gut unterwegs zu sein, die Steifheit in den Griff zu bekommen. Wenn du merkst, das klingt alles sehr, sehr schön, aber wie soll das gehen? Dann nimm gerne Kontakt mit mir auf, wenn du merkst, eigentlich nehme ich mehr die Medikamente ein und hier und da bewege ich mich auch, aber irgendwie möchte ich das mehr optimieren oder ich habe so starke Schmerzen, ich schaffe das überhaupt nicht. Ich kann dir gerne helfen. Schreib mir zum Beispiel eine E-Mail an silke@fit-trotz-parkinson. Schilder mir deine Situation, vielleicht sogar ganz kurz. Und dann vereinbaren wir gerne einen Termin, dass wir uns erstmal überhaupt über deine Themen unterhalten können, dass ich mir ein Bild von deiner Situation machen kann, um dir auch sagen zu können, ob ich dir so aus der Ferne, denn ich arbeite ja zu 100% online, helfen kann. Sehr schön. In diesem Sinne, werde fit trotz Parkinson, deine Silke. Ciao.